In diesem Video gehen wir auf die Gefechte in Rome Total War 2 ein. Zunächst gibt es ein paar Basics, wie zum Beispiel die Oberfläche im Gefecht und die Steuerung. Damit ihr wisst, welche Einheiten es gibt und worauf man achten muss, zeige ich euch hier auch ganz grob die Typen und deren Skills und Eigenschaften. Im nächsten Video gehen wir dann auf typische Taktiken, wie zum Beispiel das Einkesseln und deren Kontermöglichkeiten ein. Und jetzt viel Spaß beim Tutorial. Zunächst schauen wir uns die Oberfläche im Gefecht an. Im mittleren Fenster wird die gesamte Armee angezeigt. Links seht ihr die Details der gerade markierten Einheit. Darunter könnt ihr im Filmmodus mitten ins Gefecht springen. Daneben seht ihr ein Stärkeverhältnis. Gelb seid ihr und rot ist der Gegner. Rechts seht ihr die Karte, die Zeit und die Gefechtsgeschwindigkeit. Pause, Zeitlupe, normale Geschwindigkeit, ein- oder zweimalige Vorspulen. Und daneben die taktische Kartenansicht, auf der ihr auch eure Einheiten lenken könnt. Jedes Gefecht fängt mit der Aufstellung an. Beide Armeen haben einen Bereich, den sie nicht überschreiten können, mit Ausnahme von ein paar Einheiten mit spezieller Eigenschaft. In diesem Bereich könnt ihr nun eure Armee aufstellen und euch die Strategie überlegen. Die Zeit nutzen wir jetzt mal, um die Steuerung unter die Lupe zu nehmen. Bewegt wird mit WASD-Tasten. Mit Q und E wird gegen und im Uhrzeigersinn gedreht. Und mit dem gedrückten Mausrad könnt ihr die Kamera frei bewegen. Mit gedrückter linker Maustaste könnt ihr ein Feld über eure Einheiten ziehen und diese markieren. Die Einheiten werden mit rechter Maustaste bewegt und mit gedrückt gehaltener Rechtstaste könnt ihr die Formation beliebig einstellen bzw. entscheiden, wie breit sich die Einheit oder die Armee aufstellen soll. Die Pfeile zeigen euch, wo vorne ist. Mit gedrückt gehaltener linker Maustaste könnt ihr die Einheiten bewegen. Gruppierungen kann man wie in jedem anderen Spiel auch mit STRG und der Nummer machen. Ihr könnt auch eine Gruppe mit STRG-Taste plus G in der jeweiligen Formation speichern. Mit G löst ihr die Gruppe auf. Fast jede Einheit hat Fähigkeiten, vor allen Dingen im späteren Spiel. Aber wenn ich jetzt auf jede eingehe, sind wir morgen noch hier. Also werde ich nur die verschiedenen Typen und deren möglichen Skills vorstellen. Auch hier nochmals der Hinweis. Ihr könnt bei jeder Einheit mit Rechtsklick außerhalb des Gefechts ganz genau nachlesen, was diese kann und ihre Vor- und Nachteile sehen. Und auch im Gefecht werden diese auf der linken Seite aufgezählt und man kann bei jedem Skill auch nachlesen, was dieser macht. Ich werde euch zuerst die Symbole unterhalb des Armeefensters erklären, die für alle Einheiten gelten und dann grob auf die Skills der verschiedenen Typen eingehen. Zuerst kommt die Einheitengeschwindigkeit. Die Einheiten können rennen oder marschieren. Mit der Taste R kann man das aber auch schneller switchen. Danach kommt der Nahkampfmodus, der für die Fernkämpfer gedacht ist. Mit gedrückten Alt könnt ihr auch schnell im Gefecht eine Fernkampfeinheit in den Nahkampf bringen. Daneben ist Stopp. Als nächstes kommt die Gruppensteuerung. Wenn euch die großen Schlachten mit einer oder zwei Fullstack-Armeen, das heißt zwischen 20 und 40 Einheiten, zu viel ist, könnt ihr Einheiten auch der KI geben, die entweder verteidigen oder angreifen. Neben der Gruppensteuerung ist die Formationstabelle. Hier könnt ihr historische Formationen auswählen. Ist auf jeden Fall eine interessante Mechanik. Euer Symbol in der Mitte hebt die Einheiten hervor. Gelb sind wieder eure und rot ist wieder der Feind. Der defensive Modus bedeutet, dass eure Einheiten den Feind nicht verfolgen, es sei denn, ihr befehlt es ihnen ausdrücklich. Jetzt kommen wir schon zu den Nahkampf- und Fernkampfspezifischen Teil. Fernkämpfer haben noch Feuer frei. Ist praktisch auszuschalten, wenn es zu viel Friendly Fire bedeutet. Und ja, das gibt es in diesem Spiel. Der Plänkler-Modus der Fernkämpfer bedeutet, dass die Einheit immer einen bestimmten Abstand zum Feind einbehalten will und automatisch zurückfällt. Einige Nahkämpfer haben stattdessen Formationsangriff. Bedeutet, dass die Einheit immer versuchen wird, in Formationen zu bleiben, was ihr etwas verlangsamt, vor allen Dingen in unwegsamem Terrain, zum Beispiel im Wald. Viele Einheiten bekommen aber starke Boni, wenn sie in Formationen stehen. Rechts daneben ist die lose Formation. Die lose Formation bedeutet schnelleres Vorankommen und bietet gegen Artilleriebeschuss mehr Schutz, da der Einschlag weniger Männer erwischt. Kommen wir nun zu den Skills der Einheiten. Fangen wir mit der Infanterie an.
Hier gibt es Nah- und Fernkämpfer. Die Fernkämpfer können folgende Skills haben. Schnelles Nachladen erhöht die Schusszahl und erschöpft die Einheiten. Genaues Ziel erhöht der Schaden und Wiedererschöpfung. Die Bogenschützen können auch verschiedene Pfeile verwenden. Brennender Schuss senkt die feindliche Moral und kann bei schlechtem Wetter nicht genutzt werden. Der Signalschuss hat quasi keinen Schaden und dauert länger zum Nachladen. Der Vorteil ist, dass er die Moral, Nahkampfangriff und den Schaden der Feinde verringert. Der schwere Schuss ist gut gegen gepanzerte Einheiten, also macht mehr Schaden, senkt aber auch die Reichweite und Genauigkeit der Schützen. Wenn wir schon beim Fernkampf sind, machen wir gleich mit der Artillerie weiter. Die einen schießen mit Bolzen, die haben ähnliche Fähigkeiten wie die Bogenschützen, und die anderen schießen mit Steinen. Diese haben noch andere Munition. Brennendes Geschoss, Explosivgeschoss und Giftgeschoss. Brennendes Geschoss ist genauso wie bei den Brandpfeilen, Explosivgeschoss auch, nur er explodiert. Giftgeschoss ist ähnlich wie Signalschuss bei den Bogenschützen. Er senkt den Nahkampfangriff, die Verteidigung und die Schussreichweite. Auch erschöpfen die Feinde schneller. Die Kavallerie ist auch relativ schnell erklärt. Hier gibt es Fern- und Nahkampfkavallerie. Die Fernkampfkavallerie können wir weglassen, da diese dieselben Skills haben wie die Bogenschützen zu Fuß. Die Nahkampfkavallerie ist da anders. Hier gibt es normale Kavallerie und Schockkavallerie. Die Schockkavallerie hat einen guten Sturmangriffsbonus und eignet sich gut, um Formationen zu brechen. Lang anhaltende Gefechte sind aber schlecht für sie. Die Fähigkeit Trampeln oder Massenansturm ist das gleiche, nur bei den Elefanten. Erhöht den Ansturmbonus, erschöpft aber. Das war's schon. Dann hat fast jede Kavallerieeinheit die Fähigkeit, eine Raute oder einen fliegenden Keil zu bilden. Das erhöht den Angriffsbonus und den Nahkampfangriff, reduziert aber die Nahkampfabwehr und die Beschleunigung. Kommen wir nun zu den Nahkampfinfanteristen. Da gibt es unglaublich viele und ich werde nur, wie gesagt, grob überschlagen. Grob gesagt kann man die Infanterie in Speer- und Schwertkämpfer einteilen. Die Speerinfanterie können entweder Hoplitenwände oder Quadrate bilden. Hoplitenwände bilden eine Speerwand in eine Richtung und gibt Nahkampfabwehr, Schildstärke und die Einheit wappnet sich. Dafür ist sie langsamer. Quadratformationen schotten sich dafür in alle Richtungen ab und kann sich nicht mehr bewegen. Die Pikeniereinheit können eine Pikenphalanx bilden, welche Bonus gegen Kavallerie gibt und auch Wappnen. Die Phalanx ist frontal sehr schwer zu durchdringen und eigentlich gut gegen alles. Aber dazu kommen wir bei den Taktiken. Die Nahkampfinfanterie deckt viele Bereiche ab, defensiv und offensive Einheiten. Die Speerkämpfer tendieren eher in die Defensive. Viele von den Schwertkämpfern haben Schildwall, was ähnlich mit der Hoplitenwand der Speerinfanterie ist. Zwar nicht so effektiv, aber dennoch eine gute Verteidigungsformation. Die Schildkrötenformation ist speziell den römischen Infanteristen vorenthalten und erhöht die frontale Geschossabwehr, aber macht die Einheit langsamer. Es gibt auch viele spezielle Skills gegen Kavallerieangriffe und viele, viele mehr. Um die Einheiten ein bisschen besser einschätzen zu können, erkläre ich euch am besten mal die Einheiteninfo. Nahkampfangriff zeigt die Wahrscheinlichkeit, den Feind in Nahkampf zu treffen. Waffenschaden ist der Schaden der Waffe. Er ist in Grundschaden und Rüstungsschaden aufgeteilt. Rüstungsschaden ist ungeblockter Schaden, also quasi kritischer Schaden. Bei Bonus gegen Infanterie bekommt die Einheit nochmal Nahkampfbonus gegen diese Einheit. Sturmangriffsbonus steigert den Nahkampfangriff, wenn die Einheit im Lauf angreift. Nahkampfabwehr setzt sich aus Grundwert der Einheit und dem Schildwert zusammen und verringert die Chance, getroffen zu werden, also im Nahkampf. Rüstung zeigt die Resistenz einer Einheit gegen Geschossfeuer und Nahkampfangriff. Das wird auch wieder aus Grundwert und Schildwert zusammengesetzt. Gesundheit ist die HP der Männer, gibt an, wie viel Schaden ein Soldat aushält, ist ja klar. Bei den Fernkämpfern kommen noch Geschossschaden, Reichweite, Schüsse pro Minute und Munition dazu, was sich von selbst erklärt. Sobald die Grundmoral der Einheit auf Null sinkt, flieht sie. Die Moral ist eine der wichtigsten Werte im Gefecht.
Einheiten mit hoher Moral können bis zum Tod der kompletten Einheit kämpfen, ohne auch nur zu wanken. Hier gibt es Einheiten, welche die Moral der anderen Einheiten in ihrer Nähe pushen, wie zum Beispiel die Adlerkohorte der Römer oder die Adelsspeerkämpfer der Kelten. Stirbt der General in der Schlacht, bekommen die meisten Einheiten einen großen Moralmalus. Einheiten mit der Fähigkeit diszipliniert bekommen keine Einbußen. Im Gefecht müsst ihr daher auf die Banner der Einheiten achten. Die Farben zeigen euch auch schnell, welche Einheiten gleich wanken und fliehen. Damit die Einheiten nicht so schnell fliehen, haben die Generäle einige nützliche Fähigkeiten, abgesehen von ihrem passiven Bonus, dessen Reichweite im blauen Kreis angezeigt wird. Je höher das Level des Generals, desto mehr und bessere Skills hat dieser. Das geht von Moralbonus einzelner Einheiten bis zur Moralhebung der ganzen Armee. Wichtig ist die Skillung des Generals. Welche Skillmöglichkeiten es gibt, habe ich im letzten Video gezeigt, wo es um die Charaktere und Generäle geht. Im nächsten Video schauen wir uns die Taktiken an. Darin geht es um den Kampf. Wir schauen uns die Basics an, zum Beispiel wie sich ein Flankenangriff gegenüber einem Frontalangriff auswirkt und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus diesem Tutorial mitnehmen und dass es euch gefallen hat. Wie überall heißt es auch hier, üben macht den Meister. Am Anfang braucht man etwas, um in das Spiel reinzukommen, aber glaubt mir, man kommt sehr schnell rein. Ihr könnt auch gerne auf meinen Channel vorbeischauen, da kommen momentan fast täglich neue Folgen Rome Total War 2 mit verschiedenen Fraktionen und manchmal auch mit historischen Hintergrundinfos. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Glück bei den Schlachten, die da noch kommen.